Ich begrüße nochmal alle, vielleicht auch dazugekommene, sehr herzlich. Außerdem ist ein Livestream eingeschaltet, also auch die, die von außen zugucken, begrüße ich ganz herzlich zu dieser jetzt Diskussionsveranstaltung anlässlich eben unserer Filmpremiere Anfangen mit und über Christina Türmer-Rohr, die ich ausdrücklich nochmal hier herzlich begrüßen möchte an meiner Seite. Und mit Professor Dr. Sabine Haag. Sie ist Professorin für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Technischen Universität Berlin, Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung und Gründungsmitglied und erster Vorstand der Fachgesellschaft Geschlechterstudien. Sie teilt mit Christina... Sie teilt mit Christina Türmer-Rohr die intellektuelle Leidenschaft, wie sie vorher gesagt hat, des Infragestellens sowie die Leidenschaft für Hannah Arendt, auch wenn sie, auch das hat sie vorher gesagt und das wird dann ja auch hier nochmal zum Tragen kommen, nicht immer einer Meinung darüber sind. Sie nutzt in ihren Seminaren auch Texte von Christina Türmer-Rohr zu feministischer Theorie und hat nicht nur ein Exemplar der ersten Auflage von Vagabundinnen, also das ist dieses Buch, was auch nicht mehr überall vorhanden ist, in ihrem eigenen Bücherschrank, sondern auch ein Exemplar der einzigen Platte, die Tina gemacht hat, nämlich von außerhalb in ihrem Plattenregal. Das ist sicherlich was ganz Besonderes, eine Rarität. Zu meiner Linken begrüße ich Professorin Dr. Nivedita Prashad, Sozialpädagogik-Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und erste Anne Klein-Frauenpreisträgerin in der Heinrich-Böll-Stiftung, was uns natürlich besonders freut. Nivedita war Anfang der 90er Jahre maßgeblich daran beteiligt, Räume und Perspektiven für Women of Color, also für schwarze migrierte Frauen in Deutschland zu etablieren. Und sie hat lange Zeit bei Banjing, einer Beratungs- und Koordinationsstelle gegen Menschenhandel in Berlin, gearbeitet als Projektkoordinatorin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Bis heute arbeitet sie zu Schwerpunkten wie eben Rassismus, Migration, Diskriminierung und Menschenrechte. Und sie ist mit, wie sie auch vorher gesagt hat, nochmal ausdrücklich, der Frauenbewegung Women of Color in Deutschland sehr identifiziert und dort auch sehr aktiv. Unter anderem hat sie dazu beigetragen, dass wir hier einen großen Kongress in der Heinrich-Böll-Stiftung auch in dem Kontext organisieren konnten. Sie ist Mutter einer Tochter und kennt Christina Türmer-Rohr schon seit langen Jahren, damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Nee, habe ich jetzt was Falsches? Als Lehrbeauftragte. Okay, die wichtige Differenzierung. Besonders beeindruckt hat Tina sie durch ihr Doing-Feminism, wie sie mir vorher gesagt hat, nämlich die praktische Unterstützung, die praktische Umsetzung ihrer feministischen Theorieansätze als alleinerziehende Mutter. Ich denke, darüber sprechen wir dann auch nochmal genauer. Ja, ich freue mich, dass wir hier auf diesem Podium zusammengekommen sind. Vielleicht sollte ich nochmal sagen, mein Name ist Gitti Henschel, steht ja auch da unten und ich leite das Gunda-Werner-Institut. Und ich leite das Gunda-Werner-Institut hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich einfach, dass so viele Menschen hierher gekommen sind. Das muss ich ausdrücklich nochmal sagen. Das ist einfach toll. Ich hatte Tina vorher gefragt, ob sie noch was zum Film sagen möchte, aber hat gesagt, nee. Deshalb frage ich gleich. Und ach, vielleicht soll ich noch sagen, wir duzen uns, weil wir kennen uns alle schon länger und es wäre jetzt irgendwie Quatsch, so zu tun, als ob. Ich frage jetzt euch beide, Sabine und Nita. Ja, doch.
einen Satz. Ja, ich kann höchstens sagen, dass dieser Film wie ein Wunder auf mich herunterkam, weil ich damit natürlich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das ist ja wie ein, ja, ich bin ganz beschämt eigentlich über dieses Werk. Weil vor einem Jahr, nachdem ich Gerd Conrad schon seit fast 40 Jahren aus dem Auge verloren hatte, wir haben vorher mal in den 70er Jahren sehr schön zusammengearbeitet und dann machten alle was anderes. Jedenfalls, vor einem Jahr rief er mich plötzlich an und sagte, ich will einen Film über dich machen. Und da, ich habe erst gesagt, du bist doch verrückt, das ist doch, was willst du denn da machen? Ja, das, und ich war erst sehr zurückhaltend, muss ich sagen, und wusste gar nicht, wie das eigentlich sein kann. Und ich habe dann irgendwann gedacht, also entweder sage ich, das geht überhaupt nicht, oder ich vertraue ihm jetzt einfach. Und das habe ich getan. Ich habe ihm wirklich den Stoff sozusagen in die Hand gegeben. Und ich finde, es ist, also ich bin jetzt eigentlich sehr fast berührt von diesem Film, weil er so liebevoll ist. Er hat was Liebesvolles. Ja, danke schön, dass du Gerd Conrad vertraut hast. Auf diese Art und Weise haben wir alle was davon und sehr viel, denke ich, sehr viel Unterschiedliches. Ich möchte euch jetzt beide fragen, Sabine und dann dich, liebe Dieter. Ihr habt jetzt Eindrücke über diesen Film. Ihr kennt Tina schon seit langer Zeit. Und habt ihr unterschiedliche Facetten jetzt nochmal wahrgenommen, gesehen, also auch bezogen auf Auseinandersetzungen zum Beispiel, die ihr miteinander vielleicht früher gehabt habt? Vielleicht fängst du an, Sabine, und dann. Und bitte nehmt jeder einzeln ein Mikrofon, ist mir gerade vorhin gesagt worden, weil das hat irgendwas mit den Ton, also der Verständlichkeit zu tun. Ja, für die Technik, ich habe jetzt das Mikro mit dem roten Ende. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich heute Abend hier mit sitzen darf. Ich glaube, im Publikum sitzen sehr, 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 sehr viele, die mit gleichem Fug und Recht oder vielleicht noch mehr Fug und Recht hier oben mit Tina über den Film sprechen dürften, als ich das tue. Umso mehr freue ich mich, beim Anfangen dabei zu sein. Ich hatte ja Gitti, dir als ein Stichwort gesagt, ne, manchmal sind Tina und ich nicht immer einer Meinung. Das stimmt auch. Ich bin jetzt seit etlichen Jahren regelmäßig im Film ja auch vorgekommenen Forum Akazie 3 auch mit aktiv, immer auch ein bisschen am Rande bei der Planung der Veranstaltung, der Themen dabei und in der Vorbereitung sind wir schon oft sehr kontrovers und auch in den Diskussionen. Das kann man schon so sagen. Im Film habe ich mich jetzt doch nochmal eher auch erfreut an den unendlich vielen Übereinstimmungen, auch in unserem Denken. Ich gehöre zu der Generation, die in den 80er Jahren feministisch sozialisiert worden ist, zum Beispiel im Kontext der Frauenwiderstandscamps im Hunsrück. Ein Zusammenhang, der jetzt im Film nicht auftaucht, aber der natürlich unmittelbar mit den Themen, mit denen sich Tina in den 80er Jahren beschäftigt hat, auch auseinander zusammenhängt. Wir haben damals die Texte verschlungen. Wir waren auch damals schon, was ja heute durchaus im akademischen Feld häufiger vorkommt, sowas wie intellektuelle Groupies, die ihren Heroinnen hinterhergereist sind. So sind etliche von uns, die auch hier schon wahrgenommen haben, zum Beispiel, ich war damals noch im Studium nach Köln zu dem Kongress, der im Film vorgekommen ist, gereist, um den damals sehr kontrovers aufgenommenen Vortrag zur Mitherrschaft, eben auf einem Kongress, falls das nicht alle sofort registriert haben, es war ein Kongress, wo es um sexuelle Gewalt ging, veranstaltet vom Komitee für Grundrechte und für Demokratie und Grundrechte. Und in dem Zusammenhang sexuelle Gewalt an Frauen, über die Mittäterschaft zu sprechen, war, der Saal bebte. Und ich bin froh, dass ich dabei war. Der Saal bebte. Oder? Kann man schon sagen, politisch und intellektuell.
Was mich mit Tina intellektuell verbindet, ist eingangs schon gesagt worden und was im Film ja eine große Rolle spielt, ist die Leidenschaft für das Denken von Hannah Arendt. Und ich will dafür nur ein paar Stichworte nochmal aufgreifen, die im Film auch vorkamen. Hannah Arendts Philosophie und politisches Denken kann man vielleicht neben dem Prinzip des Dialogs an dem Satz aufhängen, dass sie ihr politisches Denken damit beginnt, dass sie sagt, es ist nicht der Mensch bevölkert die Welt, sondern die Menschen in ihrer unendlichen und auch unvergleichlichen Unterschiedlichkeit. Und dass das Ziel sozusagen ist, das Recht der anderen in der Welt zu sein, in jedem Fall zu verteidigen. Daran war, glaube ich, ihr Denken ausgerichtet. Und mir scheint, dass das auch eine wesentliche Spur in Tinas Denken ist, dass sich auch in der Musik, in ihrem Umgang mit Musik, ein Satz hat mir dazu sehr gut gefallen, die Kohabitation von Stimmen, also davon auszugehen, wir sind unterschiedliche, wir sind unvergleichlich unterschiedliche und das Ziel muss es sein, wie diese unterschiedliche Unvergleichlichkeit seinen Platz in der Welt findet. Ich selber habe sehr früh, vielleicht sogar früher als biografisch gesehen, früher als Tina versucht, Hannah Arendt für das queer-feministische Denken aufzuschließen. Das war Anfang der 90er schon ziemlich gewagt in einer Arbeit. Ich habe über lesbische Identitätspolitik promoviert. Da sozusagen Hannah Arendt zu nehmen als Gewährsfrau dafür, dass wir Identitäten nicht trauen dürfen, dass wir Identitäten nicht auf den Leim gehen dürfen, dass wir dem Wir, auch davon hat Tina gesprochen, nicht auf den Leim gehen dürfen, um es jetzt mal so salopp zu sagen, und versucht sozusagen diese Strategien von lesbische identitätspolitische Strategien zu befragen, unter anderem mit Hannah Arendt. Das ist eine große Gemeinsamkeit, die wir, glaube ich, teilen, inhaltlich, auch politisch. Und ich glaube, jetzt mache ich erstmal einen Punkt und gebe mal kurz an Nita ab. Genau, Nita, nochmal genauer nachgefragt. Wo siehst du auch im Vergleich zum Film vielleicht was Überraschendes? Wo siehst du die Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch, wo sind für dich so Knackpunkte der Unterschiede? Also vielleicht erstmal, ich glaube, der Film ist wirklich insofern wichtig, weil er ein Stück weit feministische Geschichte festhält. Und davon gibt es ja nicht so viele. Also das finde ich wirklich eine wunderbare Idee. Ich finde es auch wunderbar, dass du es gemacht hast, Tina. Ich hätte nie gedacht, dass du sowas mitmachen würdest. Von daher, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, unsere Anknüpfungspunkte sind ganz unterschiedlich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich weiß gar nicht, wie ich Tina das erste Mal kennengelernt habe. Wir haben drei Bezüge. Das eine wäre wirklich der private Bezug, also wirklich eine Freundin. Das zweite wäre eben der politische Bezug. Und der dritte wäre eben die Uni. Und ich weiß nicht, was zuerst kam. Ich bin mir sicher, die Uni kam zuletzt, weil ich weiß, dass es dieses Groupie-Tum gab. Ja, also es war irgendwie, jede zweite Studentin war unsterblich verliebt in Tina. Jede dritte war, also es war völlig klar, also Tina zu widersprechen ist wirklich Gotteslästerung auf feministisch. Also es ging überhaupt nicht. Und dann war ich wirklich sehr gespannt, diese Frau kennenzulernen und traf sie dann im Privaten und dachte, so eine nette, nahbare Person. Und die Studierende hatten immer dieses Bild von, also die unnahbare, nur denkende, ganz kritische. Und deswegen habe ich durchaus verschiedene Bilder. Die kenne ich auch, aber ich bin froh, dass ich die andere, die nahbare eben auch kenne. Also von daher gibt es da die unterschiedlichsten Anknüpfungspunkte. Und wie gesagt, bei der politischen, ich glaube, da hätten wir am ehesten Differenzen, aber da hat der Film auch das eine oder andere auch aufgegriffen, zum Beispiel als das Mittäterschaftsbuch rauskam. Ich weiß, dass es in der weißen feministischen Szene sehr viel Debatte drum gab und ich konnte der Idee noch folgen, zu sagen, ja, im Patriarchat und auch bei sexueller Gewalt, was ja auch eine Kernstütze des Patriarchats ist, sind Frauen Mittäterinnen. Ich dachte allerdings, bei Rassismus und Antisemitismus sind sie Täterinnen. Und das war so ein Stück die Differenz, die wir, und das fand ich ganz spannend, die wir beide politisch nie diskutiert haben, wir aber in den Women of Color und schwarzen Frauen und jüdischen Frauenkreisen natürlich diskutiert haben. Ich denke aber, dass es strategisch gut war, dass eine Frau mit Tinas Ruf dieses Buch geschrieben hat, weil dadurch konnten viele weiße Frauen das eher annehmen.
Und wenn Sie schon ein Stück weit Mittäterschaft annehmen, nehmen Sie vielleicht dann auch mal die Täterschaft an. Also das war so die Idee. Also, ja. Und das ist, glaube ich, eine Differenz. Und du sprachst in dem Film von einem Schock, wo ich dachte, wie schade, den Schock habe ich eigentlich wenig mitgekriegt. Ich habe eher Abwehr mitgekriegt. Also das erinnere ich sehr genau. Dass, also ich weiß später von Freundinnen, dass es ein Schock war. Aber in der Zeit habe ich eher die Abwehr mitgekriegt, zu sagen, es ist doch wichtig, dass wir das eine thematisieren und so weiter. Und gerade in dem Bereich sexuelle Gewalt war das sehr, sehr wichtig, dieses Tabu zu brechen, weil ich habe ja lange in der Praxis gearbeitet. Das war einer der größten Tabus, dass leider auch Frauen nicht nur Mittäterinnen bei sexueller Gewalt sind, sondern auch dort Täterinnen sein können. Und das war, glaube ich, für viele eher akzeptierbar, weil es durch dich kam. Also ich glaube, das ist eben ein Punkt, der uns vielleicht politisch damals getrennt hätte. Ich glaube, heute nicht mehr so. Also vielleicht erstmal dazu. Und wie gesagt, und zu dem anderen, zu der nahbaren Tina, das, oder zu diesem Doing Feminism, das, ich habe die Erlaubnis, das zu erzählen. Ich habe mich natürlich abgesichert. Also, naja, weil ich das wirklich wichtig finde. Tatsächlich ist es ja so, dass Tina eben Till mehr oder weniger alleine großgezogen hat. Viele das gar nicht wussten. Wie Freundinnen wussten es natürlich. Und als ich dann schwanger wurde und es sich abzeichnete, dass es Alleinerziehende sein wird, war das interessant, dass mein feministisches Team erstmal sagte, ach, das kann doch gar nicht sein. Du wolltest doch Karriere machen. Ich dachte, oh Gott. Also haben wir jetzt immer noch die Frage Küche oder Karriere? Und dann rief ich Tina an, dachte, die muss es doch wissen, sie macht es doch irgendwie auch. Und das war, sie war da völlig unaufgeregt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Tina. Völlig unaufgeregt, sagte, so ein Quatsch. Man muss eben viel organisieren. Ab 5 hat man auch keine Zeit für andere Sachen. Das ist natürlich zu schaffen. Und strickte Babysöckchen zur Geburt. Und ich muss sagen, jetzt, wo mein Kind 18 ist, muss ich sagen, sie hat recht behalten. Und das ist das, was ich meine mit Doing Feminism. Also mir reicht es nicht, wenn man wunderbare Sachen schreibt. Ich fand, also erstens hat sie das gelebt, sie hat mich sehr gestärkt. Und was auch dazu gehörte, Anne Thiemann ist ja auch da, zur selben Zeit hat sie eine Diplomarbeit bei Tina geschrieben über die Machbarkeit von Alleinerziehung. Also tatsächlich auch das, wissenschaftliche Arbeiten sind ja oft nicht wirklich zum Trost geeignet. Die war es aber, also ich fand es wirklich ganz wunderbar. Und das zusammen finde ich wirklich, das meine ich mit Doing Feminism. Also sie hat nicht nur darüber geredet, sondern sie hat auch Studierende sehr gestärkt, diese Themen aufzugreifen. Und wie gesagt, wenn eine wissenschaftliche Arbeit schon so viel Emotionalität hervorruft, das ist doch viel wert. In der Tat, das ist sehr viel wert und heute auch gerade auch in auch bei feministischen Wissenschaftlerinnen nicht mehr selbstverständlich dieses Doing Feminism. Tina, ich würde dich gerne, wenn du das jetzt von den beiden so hörst, fragen, erstmal bevor wir auch nochmal vielleicht ein bisschen differenzierter auf die Frage, wie ist diese Konzeption der Mittäterschaft aufgenommen worden, dieses, was vorher gesagt worden ist, nämlich Tina Thürmer-Rohr als Professorin zu kritisieren, ist quasi feministische Gotteslästerung. Ist, ja, gut, also auch wenn es übertrieben sein mag, aber Sabine hat ja auch gesagt, auf der anderen Seite, also du hattest so einen Status von, ja, wie Kult, also heroisch irgendwie, die Gefolgschaft kam dir hinterher, war dir das eigentlich bewusst oder wie hast du selber das aufgenommen zu der Zeit? Das war mir peinlich. Sprich nochmal rein. Das war mir peinlich, höchstgradig peinlich. Ich meine, natürlich muss man verstehen, dass in der Zeit, wo viele so auch nach Vorbildern suchten und wir eigentlich so wenig hatten, dass da also eine unheimliche Hochjubelung einzelner Personen geschah. Aber ich habe das wirklich, das kann ich wirklich bitte glaubwürdig sagen, ich habe das überhaupt nicht gut gefunden und auch nicht genossen und mich eigentlich auch oft, vielleicht oft viel zu früh zurückgezogen, weil mir das unheimlich war. Das ging ja so weit, dass manche dann die gleichen Sachen anhatten und so. Also das war einfach, natürlich kann man das alles analysieren hinterher und sagen, was sind das für Identifizierungen und so weiter. Aber das ist erstens gar nicht so schön und erfreulich vor allem, aber ist es auch, kennen wir ja alle die Gegenbewegung, also irgendwann kommt nämlich das Gegenstück, also das Daumen rauf und Daumen runter, irgendwann kommt der Sturz und deswegen, das sind keine
eigentlich produktiven Sachen, aber ich will das jetzt gar nicht so hochhalten. Das war manchmal eben auch so und manchmal auch nicht. Ich würde gerne noch was zur Mittäterschaft sagen, das machen wir später. Das machen wir jetzt, war aber noch mal spontan, dass Nita gesagt hat, da will sie auch was zu sagen, deshalb soll sie auch die Möglichkeit haben, natürlich. Also ich fand, dass du sehr, also das kann ich bestätigen, das war dir hochgradig unangenehm, nicht nur unangenehm, sondern du wolltest ja eigentlich diskutieren auf Augenhöhe. Und das ist natürlich mit Groupies schlecht möglich. Ja? Also das war irgendwie klar. Und das mit den gleichen Klamotten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie du das durchbrochen hast? Mit hochhackigen Schuhen. Das war wirklich, also die Gefolgschaft ist fast umgefallen. Sie kam in eine Vorlesung mit, ich glaube, roten Pumps. Sonst wie immer. Und damit war dann auch das zu Ende, weil klar war, so weit ging die Gefolgschaft dann nicht. Aber... Okay, also Rote. Dennoch haben wir beide, Nita und ich, heute früh unabhängig voneinander vor unserem Kleiderschrank gestanden und darüber nachgedacht, was ziehen wir heute Abend an? Wir wussten ungefähr, wie Tina aussehen würde. Und wie können wir dagegen bestehen, sozusagen. Rote Pumps wäre ohne angesagt es zu gewesen. Kopieren. Okay, also das, wobei du jetzt gerade gesagt hast, Tina, und das interessiert mich dann schon nochmal, weil du im Film ja dich dargestellt hast als jemand, die eine bestimmte, ich interpretiere das auch als eine innere Freiheit, weil du nicht, also du warst als Kind sperrig und hast getan, was du wolltest und warst damit nicht sehr beliebt oder so, das heißt, du riskiertest es auch. Und so dieses tief fallen, also wenn man hochgejubelt wird, auch tief fallen können, hättest du denn da, also war das eine Sorge auch, die dir hätte passieren könnte oder war das was Unbewusstes, was oder was du jetzt nochmal so ergänzt dazu, zu diesem heroischen wahrgenommen werden? Also erstmal muss ich sagen, so stark, wie das jetzt klingt, habe ich das nicht wahrgenommen. Und die Formulierung von Nita habe ich auch eben zum allerersten Mal gehört. Also so doll war das auch nicht. Und ich glaube nicht, dass man das befürchtet hat. Aber ich knüpfe an das, was Nita eben gesagt hat. Nämlich, es ging eigentlich um Gespräche. Man wollte sprechen, man wollte sich auseinandersetzen. Und man wollte nicht so irgendwie so idealisiert werden. Das widerspricht dem. Das finde ich sehr, sehr passend. Genau so war das nämlich. Und das ist eine Störung. Das war mir auch zu persönlich irgendwie. Also zu in einer falschen Weise persönlich. Aber so wichtig war das auch gar nicht. Also glaube ich jedenfalls nicht. Es war wirklich eine unglaublich intensive Auseinandersetzung und um das nur ganz kurz zu sagen, jetzt bin ich alt und was ich wirklich vermisse, sind diese Gespräche, also die Gespräche mit Studenten, Studentinnen, weil das eigentlich fast immer äußerst produktiv war und inspirierend und man freute sich, dahin zu gehen. Also man freute sich, in die Uni zu gehen. Und ich glaube, viele haben sich auch gefreut. Also das heißt, wir mochten uns auch irgendwo. Wir wollten zusammen sprechen über die Dinge. Wir wollten weiterkommen, wir wollten diskutieren. Und das hat man natürlich nicht mehr, wenn man diesen Ort verloren hat. Das ist klar. Außerdem muss man auch vielleicht mal sagen, dass das Sprechen mit Studenten und Tinnen, also mit jungen Menschen, eigentlich inspirierender ist, finde ich, Entschuldigung, wenn ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber als mit alt gewordenen Menschen, weil die natürlich oft doch lieber immer gerne das Gleiche sagen, was sie immer schon mal sagen wollten. Also es heißt, dass also diese Neugierde, diese Lernbereitschaft und auf neue Ideen kommen, man mit jüngeren Menschen viel, viel schöner eigentlich findet. Das finde ich schon. Gut, dann lass uns nochmal auch sprechen über zum Beispiel diesen Ansatz, also wo ihr beide jetzt unterschiedliche erstmal Perspektiven draufgeworfen habt, auch der Mittäterschaft. Also Sabine, du hast gesagt, einerseits, du hast es ja auch selber irgendwie damals erlebt mit sehr unterschiedlichen Reaktionen oder habt ihr beide aus unterschiedlichen Perspektiven vielleicht, ja? So, weil eben Mittäterin sein, also Täterin sowieso nicht, aber Mittäterin war ja auf einmal schon mal was von, und ich würde das so kennzeichnen, so habe ich selber wahrgenommen und ich fühlte mich auf einmal als Frau erstens irgendwie mit einem Ort,
ja, den ich vorher so nicht hatte. Das hast du auch beschrieben, dieses Gefühl von Heimatlosigkeit. Und auf einmal war das was, wo ich mich festhalten konnte. Feministisch war ich auf einmal historisch im Recht. So. Und mit diesem Mittäterschaftsgedanken hatte ich das Gefühl, auf einmal werde ich da wieder in so eine Unrechtsposition versetzt und das schaffte auch Verunsicherung. Und das war auch gleichzeitig das, was also belebend und elektrisierend war, nämlich Auseinandersetzung. Und wie hast du das wahrgenommen, Sabine? Oder die Zeit? Also für mich war das schon ein bisschen anders. Wie gesagt, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich bin in den 80ern sozusagen feministisch sozialisiert worden. Ich habe nie direkt bei Tina studiert. Etwa zur gleichen Zeit, das wird oft vergessen, im Film kam es als Kontext eben die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, etwa zur selben Zeit, als Tina die Mittäterschaftsthese sozusagen theoretisch forciert hat, hat in Frankfurt Karin Windaus-Walser, lange verstorben, viel zu früh verstorben, die These, die Mittäterschaft sozusagen für den Nationalsozialismus, die Beteiligung der Frauen am Nationalsozialismus thematisiert. Das war, ich habe in Frankfurt am Main studiert, das war damals zweite Hälfte der 80er Jahre, da eine extrem intensive Auseinandersetzung. Für mich und für viele, mit denen ich damals sowohl studiert habe, als auch politisch aktiv war, und das ist eine Zeit, in der das mit dem Wir und mit dem sich im Recht fühlen, als diejenigen, die das Patriarchat weder erfunden noch sozusagen aufrechterhalten haben, galt, glaube ich, für meine feministische Generation sowieso schon nicht mehr. So. Insofern muss ich sagen, war das für mich und für viele, mit denen ich, wie gesagt, aktiv war, wir haben das sehr dankbar auch politisch und theoretisch aufgegriffen, sozusagen, weil die Auseinandersetzung durchaus ja auch um die Heterogenität, die innere Fragmentierung dieses feministischen Wirs, die war ja in den 80ern auch schon da. Es ist ja nicht so, dass wir das erst ab den 90ern oder gar erst heute sozusagen diese Auseinandersetzungen führen, sozusagen, ne? Die frühen Auseinandersetzungen, die ja schon die 70er bestimmt haben, zwischen lesbischen und heterosexuellen Frauen, um damit nur anzufangen, der erste Kongress in Frankfurt 1984, damals hieß es noch deutsche und ausländische Frauen gemeinsam, also auch die Race-Frage ist in den frühen 80er Jahren schon thematisiert wurde und spielte auch in den sozusagen kleinen feministischen Kontexten, in denen jede von uns sich bewegt hat, schon eine Rolle. Also insofern waren wir schon nicht mehr an dem Punkt, ja, sozusagen dieser dichotomen Weltsicht, da sind die Männer und da sind die Frauen und die Frauen sind unterschiedslos alle unterworfen, sozusagen. Also insofern muss ich sagen, dass meine Generation da wirklich sehr begierig das aufgegriffen hat. Für mich persönlich, Vagabundin hat als Untertitel, ja, ich meine, es geht um Freiheit, war auch der Gedanke, du hast es im Film selber auch nochmal ausgeführt, sozusagen des sich selbst Entwerfens. Das ist sozusagen, wenn man heute auf die autonome Frauenbewegung guckt, finde ich, kommt das oft zu kurz, dass es auch ein kollektiver Versuch war, sich selbst neu und anders zu entwerfen, sozusagen. Herkunftsbindungen in Frage zu stellen. Das ist ja oft auch schmerzhaft gewesen. Das haben ja viele gemacht, sozusagen mit ihren Familien zu brechen, in unterschiedlich radikalen und auch zerstörerischen Art und Weisen. Aber darin steckte ja der Versuch, ein anderes Selbst zu finden, ein Selbst in Freiheit zu finden und überhaupt erstmal zu klären, was Freiheit denn in ja, nach wie vor auch unfreien Verhältnissen ist, sozusagen. Und ich glaube, diesen Impulsen, diesen Begehren hat Tinas Schreiben in den 80er Jahren sehr früh einen Ausdruck verliehen und meine Generation hat darauf sehr stark in aller Gebrochenheit, in aller Widersprüchlichkeit, auch in allen Ausblendungen, einige davon sind ja schon angesprochen worden, die darin durchaus enthalten waren. Aber war da was, was nach vorne gewiesen hat? Nita, jetzt aus der Perspektive von Women of Color nochmal auch mit Bezug auf die Mittäterschaftsthese, ja? Wie habt ihr euch davon abgegrenzt oder wie würdest du auch sagen, wie habt ihr gleichzeitig ja die feministischen Debatten dann auch weitergetrieben, sage ich jetzt mal? Naja,
Also ich weiß nicht, Martha Mamusai war auch Ende der 80er Jahre, Frauen im Kolonialismus, Angelika Ebbinghaus auch, Frauen im Nationalsozialismus. Und das waren zum Beispiel Bücher, die mich sehr inspiriert haben, weil ich endlich den Beleg dafür hatte, dass es auch historisch stimmt, das, was wir sagen. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe bei dir dazu eine Prüfung gemacht. Bei dir und Dagmar, fällt mir jetzt ein, ja, zu Frauen im Kolonialismus und Täterschaft von Frauen. Und deswegen, also wie gesagt, Mittäterschaft habe ich schon zur Kenntnis genommen, mich auch ein Stück weit geärgert, weil ich dachte, das reicht mir nicht, ja, Mittäterschaft, ich erlebe Frauen, Männer sowieso, aber auch Frauen eben auch als Täterinnen. Und das war eine große Diskussion und für mich waren es eher wirklich dieses, eben Martha Mamusai, Angelika Ebbinghausen, weil einfach, Ebbinghaus, weil klar war, das war endlich belegt, was wir immer schon befürchtet haben oder ahnten. Also das fand ich nochmal, für mich nochmal wichtig. Und du hast in dem Film, das fand ich ein schönes Wir, also das strategische Wir, das emotionale Wir und das politische Wir. Und ich denke, im strategischen Wir fühlte ich mich durchaus mit dir in einem Topf, beim emotionalen sowieso, bei dem politischen glaube ich nicht. Und das hat eben tatsächlich mit der unterschiedlichen Perspektive als weißer Frau oder eben als Woman of Color zu tun. Und habe gerade nochmal auch, zum Beispiel gerade bei Vagabundinnen ist auch ganz schnell dieses Wort Heimatlosigkeit, ja, wabert dann auch in der weißen Frauenbewegung rum, für Flüchtlingsfrauen kein so schöner Begriff, ja. Und auch kein Begriff, mit dem Flüchtlingsfrauen, also das, der sie weiterbringt, sondern das ist eigentlich ein emotional sehr schwieriger Begriff. Und da werden die unterschiedlichen Perspektiven nochmal deutlich. Oder eben die Herkunftsbindung in Frage zu stellen. Für viele afrodeutsche Frauen ging es erstmal darum, die Herkunftsbindung herzustellen, um dann zu überlegen, ob wir sie in Frage stellen. Also deswegen, ich glaube, die Perspektiven sind tatsächlich völlig andere. Also generationell sind Sabine und ich, glaube ich, durchaus in derselben Generation, kennen uns auch ungefähr so lang. Und ich glaube aber trotzdem, dass der Unterschied natürlich auch sehr viel mit der Rassismus- und oder Antisemitismus-Erfahrung zu tun hat, gerade für jüdische Frauen. Also Herkunftsbindung zu trennen, ist eine ganz schwierige Frage. Da ging es eben eher darum, die überhaupt herzustellen, gucken, ist da überhaupt noch was herzustellen? Gibt es da Verwandte? Wo sind sie? Also auch je nach Perspektive war das völlig anders. Und natürlich aus der Perspektive von jemand, und das habe ich sehr bewundert, dass jemand so klar auch damals immer schon gesagt hat, mein Vater war Nazi. Ja? Also ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass sehr viel mehr Frauen, auch Männer, das so klar sagen würden. Ich kenne es eher so, dass man versucht, so ein bisschen drumherum zu sich winden oder zu ahlen. Da war Tina immer sehr, sehr klar in der Positionierung, auch wenn es natürlich sehr, sehr unangenehm ist. Also das habe ich immer sehr gut gefunden und hätte mir das mehr von anderen Frauen gewünscht. Aber wie gesagt, die Themen waren unterschiedlich, einfach weil die Perspektive unterschiedlich ist. Also an so Begriffen wie Heimatlosigkeit, Herkunftsbindung, denke ich, wird es nochmal so deutlich. Mhm. Tina, das war ja eine Kritik, die dann sehr schnell und teilweise auch sehr heftig, also gerade von den Frauen eben mit einem schwarzen mit einer schwarzen Herkunft oder einem Hintergrund, mit einem migrantischen Hintergrund laut geworden sind. Und wie hast du das denn? Konntest du das aufnehmen? Hast du das für dich auch in dein theoretisches Denken weiter integriert? Wie bist du damit umgegangen? Also erstmal muss man was nochmal zur zeitlichen Seite sagen. Mit der Mittäterschaft habe ich ja schon Anfang der 80er Jahre angefangen. Und das zu einer Zeit, als eigentlich die Rassismusdebatte hierzulande noch kaum existierte. Und dass dieser Mittäterschaftsbegriff also kontrovers sein musste, war klar, aber dass er auch oft missverstanden wurde. Ich habe immer und 180 Mal immer wiederholt, dass es nicht darum geht, Frauen in der Situation sexueller Gewalt als Mittäterinnen zu bezeichnen. Das habe ich immer gesagt, sondern es war von mir gemeint als ein Begriff, der dass die Struktur eines Systems, eines Unrechtssystems, wie das Patriarchat betrifft, eines solchen Systems, was eigentlich die Unterstützung braucht, derjenigen, die dieses System unterdrückt. Das ist der Grundgedanke gewesen. Und der ist ja nicht einfach brandneu gewesen. Eigentlich war er feministisch, könnte man sagen, von 100 Jahre alt. Nämlich Hedwig Dohm war die Erste, die darüber sehr immer wieder geschrieben hat. Und zwar mit Angriff an die sogenannten bürgerlichen Frauen, die also nur profitieren von ihrem Bündnis mit ihren Männern und so weiter. Martha Mamusai war dann ganz wichtig, das war auch noch 80er Jahre, da sprachen wir auch noch von Mittäterschaft, das stimmt. Und vorher aber müsste man auch, also zum Beispiel Kant, die ganze Analyse der Unterdrückten in den Gängelwagen,
da findet sich auch ganz viel Gedanken, finden sich viele Gedanken schon also im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, zu diesem Problem, wie nämlich ein System, was Menschen unfrei macht und ausbeutet und Gewalt anwendet, eigentlich braucht, dass diese Unterdrückten zustimmen. Und wenn sie nicht zustimmen, dann gibt es ein ganz schreckliches, also der Erfolg des Patriarchats, das war eigentlich der einfache Gedanke, der Erfolg, dieser enorme Erfolg dieses Patriarchats ist letztlich zurückzuführen, dass ein Großteil zustimmt. Und diese Zustimmung müsste man analysieren, auch in den verschiedenen Zeiten. Die sieht natürlich auch zum Beispiel heute sicher anders aus als noch vor 30, 40 Jahren. Das ist ganz klar. Und ich wollte, dass diese Fragen Bestandteil feministischer Forschung werden. Also nicht irgendwie mal so behandelt werden, dass es eine kleine Peinlichkeit so zwischen den Zeilen, da sprechen wir nicht gerne von, sondern dass das wirklich in die feministische Arbeit gehört, das zu untersuchen. Jetzt zu der Frage, die eigentlich dann in den 90er Jahren kam, nämlich was du gerade gesagt hast, Nita, zeichne noch mal in welchem Spannungsfeld dieser Begriff sich befand. Auf die einen, das waren meistens dann die weißen Frauen, waren großenteils entsetzt, weil sie sich nicht gerne von der Opferideologie oder dem Opferkonzept trennen wollten. Die Migrantinnen und schwarze Frauen und so weiter wollten eigentlich fast die Ersetzung des Begriffs Mittäterschaft durch den Begriff Täterschaft. Und ich war der Meinung, dass man auch nicht generell Täterschaft sagen kann, nämlich dann, wenn die Position jetzt in dem Fall der Frauen in Abhängigkeit sozusagen entwickelt werden. Das heißt aber nicht, dass die Auswirkung und die Funktion des Handels, zum Beispiel im Rassismus, im Kolonialismus, eigentlich die gleiche ist wie die von ihren männlichen Mitstreitern oder so. Ja. Also ich meine, ich glaube, es ist weiterhin eigentlich eine nicht vollkommen erledigte Frage. Das ist eine Frage, über die man eigentlich ständig nachdenken muss. Wo sind die Grenzen? Wo fängt das an? Wo fängt das an? Was sind Opfer? Was sind Mittäterinnen? Was sind Täterinnen? Und für mich persönlich war die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ganz entscheidend. Das ist ganz klar. Also das heißt, Frauen als Täterin und nicht als Mittäterin. Frauen als Täterin und auch die, ich weiß nicht, ob ihr oder sie die noch kennt, die Bücher von Gudrun Schwarz. Gudrun Schwarz hat nämlich damals eine andere Formulierung gefunden. Sie hat gesagt, der Nationalsozialismus war ein Ensemble von Männern und Frauen. Und das ist eigentlich eine andere Formulierung, wie das, was dann der Begriff Totalitarismus eigentlich bedeutet. Nämlich eine Vernetzung von Herrschenden und Beherrschten zu einer Einheit. Und das zu untersuchen, war eigentlich dann die Aufgabe in Bezug auf den Nationalsozialismus. Und da gab es eben auch die vielen Varianten von direkten Täterinnen und natürlich von Opfern und einer großen, großen Masse von Mitläuferinnen oder Mittäterinnen. Immer nicht im juristischen Sinne gemeint. Also auch irgendwie, also ich würde heute sagen, also für die damalige Zeit, weil du vorhin so gesagt hast, dir ging es nie darum zu sagen, Frauen als Täterinnen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt. Wir wissen heute, dass leider das auch ist, natürlich in völlig anderem Ausmaß wie Männer, aber leider ist das auch eine Realität. Und gerade wenn man sich, und auch das heute, also damals ging es tatsächlich um die, also ich gehörte durchaus zu denen, die wirklich Frauen auch als Täterinnen erlebt haben und erlebe. Aber es gibt noch eine andere Perspektive, die man ja heute intersektional neudeutsch nennen würde. Und da geht es ja darum, dass auch Frauen sehr viel Gewalt und Macht über Männer hatten. Zum Beispiel weiße Frauen über schwarze Männer, nicht-jüdische Frauen über, nicht-jüdische Frauen über jüdische Männer und so weiter. Also auch die Frage, dass tatsächlich Frauen nicht nur Mittäterinnen sind und waren, sondern eben Frauen auch Täterinnen waren über andere Frauen, aber auch über andere Männer, wo tatsächlich das Machtverhältnis ein anderes ist, weil die wirkmächtigere Kategorie eine andere war. Das sind aber eben heutige Debatten. Also das ist klar, das war damals, haben wir auch nicht von Intersektionalität gesprochen, sondern durchaus von anderen Begrifflichkeiten, aber es ist ja nur ein neues Wort für alte Gedanken.
gerade das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, zeigt natürlich auch, dass letztendlich das Denken in diesen Kategorien, also von Täter, Opfer, Mittäter, ja, das Pendant auf der anderen Seite gibt es dann eigentlich schon gar nicht, natürlich auch begrenzt ist, weil wir genau sozusagen die Vielschichtigkeit von Unterwerfungsverhältnissen ja nicht in interpersonalen Relationen aufgehen von weiße Frau versus schwarzer Mann oder weißer Mann versus weiße Frau sozusagen. Also das ist natürlich auch das Problem sozusagen, die in der Begrifflichkeit steckt, dass es vermeintlich suggeriert, wir können es runterbrechen auf interpersonale Relationen sozusagen. Ne? Ja. 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 Aber ich denke, es war in der Zeit trotzdem wichtig, weil intellektuell politisch die 80er Jahre ja durchaus auch bestimmt waren von einem sehr starken Denken in Strukturen, was die Individuen sozusagen sehr weit erstmal rausgenommen hat. Und dann waren es immer die Strukturen, die Verhältnisse, die Macht ausgeübt haben, die gewaltförmig waren, die Gewalt ausgeübt haben. Und die Subjekte verschwanden sozusagen völlig sozusagen. Ne? Und da nochmal die Subjekte in Unterwerfungsverhältnissen, in ihren unterschiedlichen Positionierungen und auch in der Vielschichtigkeit ihrer Positionierungen denken sozusagen, ohne es darauf zu reduzieren, zu sagen, die individuelle Person ist vollumfänglich sozusagen verantwortlich für ihr Tun sozusagen. Kann man da eigentlich sagen, dass, also es ging ja auch, die Idee war ja Überwindung des Patriarchats oder der Patriarchate oder auch des Kapitalismus. Also wir wollten das ja alles eigentlich stürzen, ja, so, und abschaffen zumindest. Ja, gut, du sagst, Nita sagt gerade, das hört man vielleicht ohne Mikro nicht, unsere Viren waren andere. Weiße Frauenbewegungsfrauen in Deutschland hatten jedenfalls stark diese Vorstellung oder diesen Impetus und darauf zielte es hin und gleichzeitig hast du ja, Tina, uns ein Stück weit diese Hoffnung genommen, das kommt ja in Vagabundinnen auch, dass wir, also sozusagen, das hast du ja auch stark kritisiert, dass wir möglicherweise als Feministinnen dann den Wunsch haben, die Illusion haben, die Welt sozusagen und die Gesellschaft zu retten und eine bessere Gesellschaft zu machen. Nee, das habe ich nie kritisiert. Ich habe doch den Wunsch nicht kritisiert. Nee. Den Wunsch habe ich, den hatten wir ja nun wirklich alle. Ich habe nur kritisiert, dass man denkt, das könnte man von heute auf morgen irgendwie erreichen. Weil es war klar, dass es ein jahrtausendealtes Problem ist, an dem wir da saßen. Und dass diese eine gewisse Naivität, da habe ich vielleicht mal was dagegen gesagt. Und auch, dass ich fand, dass der Alltag jeden Tag so viel Stoff gibt, um irgendwie aktiv zu werden, dass man nicht irgendwie an eine ferne matriarchale Gesellschaft oder sowas da denken muss. Das hat mich immer eigentlich eher gelangweilt. Ich würde gerne noch mal ganz kurz was sagen zu dem Stichwort Heimatlosigkeit. Also mir leuchtet total ein, dass, was Nita eben gesagt hat, dass nämlich Migrantinnen mit dem Wort Heimatlosigkeit was ganz anderes verbinden oder jedenfalls das nicht so in so einer, ja, in einer gewissen Emphase überhaupt formulieren können. Ich wollte nur mal eben sagen, woran das, was da eigentlich die Grundlage war. Natürlich ist die Grundlage, dass ich, wie viele andere auch, wirklich ein Kind des 20. Jahrhunderts bin, das heißt doch eine ganze Ecke älter als ihr. Das heißt, geboren im Nationalsozialismus und die ganzen Stationen, 45 und so weiter, dann linke Bewegung, Frauenbewegung und, 89 noch dazu, die entscheidenden Stationen waren. Und was ich damit sagen will, wenn man aus dieser Zeit stammt, ist, dass der Traditionsbruch durch den Nationalsozialismus eigentlich unglaubliche Folgen hat. Das heißt, der Rückgriff auf das, was unsere Tradition bietet, die schönen Dinge, die schönen Gedanken, die schönen Städte, die schönen, weiß ich nicht was, alles schön, wertvoll, wichtig und so weiter. Dass das alles erstmal, ich will nicht sagen, nichts mehr gelten durfte oder konnte, sondern man muss es neu, sozusagen neu prüfen. Es stand alles unter Verdacht.
alles unter Verdacht. Wir konnten uns eigentlich überhaupt nicht mit einer freundlichen Naivität Vergangenheitsschätzen eigentlich nähern. Und ich glaube, daher stammte der Begriff Heimatlosigkeit. Verstehst du? Das ist natürlich ein ganz anderer Begriff. Und der meinte, dass wir eigentlich, Arendt hat das so toll formuliert, die sagt nämlich, wir haben ein Erbe ohne Testament. Das heißt, niemand sagt uns, was wir eigentlich von diesem Erbe übernehmen können, wo wir sagen, nein, das nicht und das ist es nicht, das darf es nicht sein. Und diese wahnsinnige Schwierigkeit, die darin steckte, also bei jedem Fund zu prüfen, gleichzeitig zu wissen, dass auch unser Erbe, sage ich jetzt mal, also unsere Tradition, auch sicher Schätze bietet, also viel bietet, was wunderbar ist, aber die unvoreingenommene Übernahme. Ich glaube, das hat uns diese Zeit des NS-Regimes genommen. Deswegen heimatlos. Ich würde, weil ich glaube, wir können da sehr viel drüber reden, aber angesichts der vielen, vielen Menschen, die wahrscheinlich ja auch noch mitdiskutieren möchten, möchte ich, ja. Du willst noch einen Punkt, ich will auch noch nicht gleich öffnen, sondern ich würde aber gerne noch mal jetzt auch auf das, was ist jetzt, ja, wo stehen wir heute? Weil deine Analysen damals gingen ja einerseits von der Zeit des Nationalsozialismus aus, von damals diesen Atomkatastrophen, Umweltzerstörungen, auf die du dich bezogen hast. Dann gab es 89 noch mal einen Bruch und eine Wende auch, die wir sehr unterschiedlich auch erlebt haben, mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten auch von Frauenbewegungen. Es kam ja zum Beispiel eine DDR-Frauenszene dazu. Nita hat es schon angesprochen, andere Theorien entwickelt worden, Intersektionalität, der Streit über Feminismus oder Diversity, was ist eine Überkategorie, war dazwischen. Sabine hat angesprochen, queer-feministische Perspektiven. All das hat es ja dann in der Zwischenzeit weiterentwickelt gegeben. Wo würdest du heute da so den Ansatz sehen von Veränderungen, von wo stehen wir da eigentlich heute jetzt in den ganzen Auseinandersetzungen, auch in der Analyse? Ich frage euch auch, aber. Ja, ich bin da sicher nicht die richtige Ansprechpartnerin, das müsste lieber Sabine oder Nita sagen, weil ich nicht mehr so firm bin in der Literatur und so weiter. Ich habe mit der Diversity-Geschichte meine Schwierigkeiten, auch wenn erstmal der Gedanke, dass wir alle verschieden sind, ist wunderbar und der ist ja eigentlich auch selbstverständlich. Aber was daraus so geworden ist, zum Teil ganz besonders beim Diversity-Management, da wird mir ja wirklich ganz schlecht. Ich sag mal zwei Sachen. Also das eine ist, dass einem da völlig der Machtaspekt fehlt. Ich kann jetzt aber zu wenig beurteilen, wie viel Kritik es daran schon wieder gibt. Das gibt's wahrscheinlich, das bin ich ziemlich sicher. Aber so auf so einer etwas schlichten Ebene ist es einfach eine Addition der verschiedensten Verschiedenheiten, der verschiedenen Diskriminierungen. Also ich sage jetzt mal etwas übertrieben, von Rassismus bis zur Linkshändigkeit kommt da alles vor und immer und. Also das heißt eine Addition, eine ständige Addition und damit auch eine Gleichmachen der verschiedensten Diskriminierungserfahrungen. Und es ist wie eine Angst davor, wirklich nach den alten Machtfragen zu fragen, also die alten Machtfragen zu stellen. Sicher, wir wissen, dass die alle jedenfalls großenteils in Misskredit geraten sind. Also wie die großen Überschriften wie der Kapitalismus und das Patriarchat und der Eurozentrismus und so weiter. Aber das kann ja doch nicht heißen, dass wir die Frage nach Herrschaft und Macht und normativer Gewalt und so weiter nicht mehr stellen. Das ist also, wäre eigentlich meine Kritik.
Und dieses Addieren ist auch was Feiges irgendwie, dass man einfach alles hintereinander stellt und nicht mehr sagt, das ist entscheidend, das sind wesentliche Dinge. Und der Kern der Sache ist, finde ich, was mir da fehlt, ist wirklich der Mut auch zu urteilen. Zu urteilen, also wo Akzente zu setzen sind, was das Wesentliche ist und was vielleicht nicht ganz so wesentlich ist oder anders bedingt ist. Eins wollte ich noch sagen. Ich noch zu der Diversity-Frage. Ich frage mich natürlich, was der Unterschied zwischen Pluralität und dieser Diversity-Begriff. Und der Pluralitätsbegriff, an dem ich ja nun sehr hänge und der natürlich mit Arendt zusammenhängt, ist ja was anderes. Ist natürlich verschieden. Menschen sind verschieden, alle von allen. Und es ist eine politische Forderung, diese Verschiedenheit zu schützen. Es heißt aber nicht, wir sind einfach, alles steht so nebeneinander. Das heißt das eben gerade nicht. Und, sondern es heißt eigentlich die Möglichkeit der Vergegenwärtigung des anderen, und zwar überall, nicht nur zwischen Menschen, sondern auch im Menschen. Das ist eigentlich etwas, was für mich bei Arendt so eigenartig, so besonders ist, nämlich den Menschen selbst, also in sich, in seiner eigenen Struktur schon als ein plurales Wesen zu verstehen. Das heißt, dass wir mit uns selbst reden können, dass wir uns das andere vorstellen können, dass wir uns vorstellen können, was das eigene Tun anrichtet für andere, dass wir uns vorstellen können, was andere dazu vielleicht sagen und aus einem ganz anderen Blick, aus einer anderen Perspektive sehen. Das heißt eigentlich Pluralität zumindest auch. Und das, sowas taucht ja nun in diesen Diversity-Geschichten mit den blauen und den roten und den gelben Äpfeln und Birnen und Tieren und Vögeln nun überhaupt nicht auf. Es ist einfach sehr simpel. Darf ich? Jetzt wollen spontan beide. Ich wollte eigentlich Nida erst fragen, ob du dich dadurch nämlich provoziert fühlst jetzt in der Beschreibung. Nicht wirklich, weil mit Diversity Management habe ich nichts zu tun. Aber ich glaube, mit Diversity Management habe ich nichts zu tun. Das ist, glaube ich, einer der größten Missverständnisse, wenn es um Diversity geht. Diversity Management hat in sozialen Bewegungen und der sozialen Arbeit nichts verloren. Da geht es um Diversity and Social Justice. Das sind wirklich, also leider Konzepte, die im Deutschen den gleichen Namen tragen. Aber inhaltlich ist es wirklich wie Äpfel mit Birnen vergleichen, um bei den Wörtern zu bleiben. Also das ist mir wirklich wichtig, das auseinanderzuhalten. Aber selbst das ist etwas, ein bisschen kalter Kaffee. Also ich glaube, worauf ich gerne hinaus wollte, und das hat auch viel mit Tina zu tun, Tina hat ja, oder es lief immer wieder so nebenbei, dass sie irgendwas auch mit Menschenrechten zu tun hat. Dass du auch mit Menschenrechten ja was zu tun hattest. Und das Interessante war, ich weiß gar nicht, was zuerst da, aber Tina hat ja dann, ich glaube, Mitte der 90er Jahre Laura kennengelernt oder Laura Tina, also ihr habt euch kennengelernt. Und damit war Tina eben auch häufiger in der Schweiz und hatte eben auch viel mit eben Schweizer Kolleginnen zu tun. Und ich vermute, so bist du auch Silvia Staub-Bernasconi begegnet, unterstelle ich mal. Silvia begegnet in der Schweiz über Laura. Ob du Silvia in der Schweiz begegnet bist, in den Anfang der 90er Jahre, auf jeden Fall hast du... Also, nein, das ist auf jeden Fall erklärungsbedürftig. Also Silvia Staub-Bernasconi. Silvia Staub-Bernasconi. Silvia Staub-Bernasconi. Ob du ihr genau begegnet bist... Und das war ja damals tatsächlich so, also du hast sie ja als Professorin auch an die TU geholt, mit den Themen soziale Arbeit und Menschenrechte, wo alle dachten, die ist vollkommen verrückt geworden. Und ich zu denen gehörte, dachte, oh, endlich einer, die irgendwas zu Menschenrechten macht. Und für mich war das eine sehr, sehr wichtige Begegnung. Also Silvia Staub-Bernasconi war für mich persönlich, glaube ich, auch berufsbiografisch vielleicht einer der wichtigsten Impulse. Und ich finde gerade die Fragen der Differenz können auch über die Menschenrechte beantwortet werden, und zwar herrlich unemotional. Also das ist für mich eine echte Entdeckung. Und dazu hast du auch sehr viel beigetragen. Also tatsächlich, dass Silvia nach Berlin kam, dass es eben diesen Studiengang gibt, Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession, dass das Thema Macht, was ja auch bei Hannah Arendt, also Macht und Gewalt zu trennen, ist ja auch ein Thema, was Silvia sehr beschäftigt und damit auch sehr viele Impulse in die soziale Arbeit genommen hat, wo ich ja nun den ganzen Tag unterrichte. Deswegen, also für mich wären das eben die Impulse. Bei Intersektionalität bin ich so ein bisschen grantig wegen des Begriffes, weil das ist wirklich ein neuer Begriff für
die Kerne von schwarzfeministischen Gedanken. Solange es nur schwarzfeministischer Gedanke war, war es irgendwie interessant. Und jetzt können Leute darüber promovieren, habilitieren, alle reden darüber. Das ärgert mich. Deswegen bin ich, also der Kern von Intersektionalität ist natürlich ein Kern auch meines politischen Handelns und Denkens. Ich hätte aber gerne einen anderen Begriff, weil ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen beraubt um unsere Historie. Ja, also manchmal findet man in Büchern dann so eine Fußnote, dass die Kerngedanken des Intersektionalität Vordenkerin der schwarzen Frauenbewegung hat. Das waren keine Vordenkerinnen. Das waren diejenigen, die die Idee tatsächlich entwickelt haben. Und das ärgert mich an dem Begriff, aber nicht an dem Inhalt. Sabine, du wolltest sowieso spontan. Ja, jetzt ist so vieles schon gesagt worden. Ich würde gern die Diversitätsschleife noch ein bisschen weiterdrehen. Also die Unterscheidung, die Nina gemacht hat, ist ja schon ganz wichtig darin. Was wir aber, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, im Mainstream sehen, ist ja nicht nur sozusagen die Vereinnahmung von allen Differenzen, sondern die Entnennung von Diskriminierung, die Entnennung von Unterwerfung im Sinne von Human, nicht umsonst, ist sozusagen Diversity, Managing Diversity eine Strategie in dem sogenannten Human Resource Management, Humankapitalmanagement. Also hier geht es ja eher darum, sozusagen zu sagen, ja, die Differenzen müssen jetzt nicht verschwiegen werden, sondern sie müssen kommerziell sozusagen genutzt werden. Und das ist die Vernichtung von Differenz. Weil es die Überführung von Unterschiedlichkeit in die Tauschlogik ist. Weil alles muss vergleichbar gemacht werden. Das ist nicht die Einsetzung von Differenz, sondern das Ende von Differenz. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Arbeit, die für die feministische Theorie ganz wichtig ansteht, das immer wieder sozusagen zu bearbeiten und auch deutlich zu machen. Tina hat es schon sozusagen angesprochen. Ich habe auch mehrfach gesagt, sozusagen, die Unvergleichlichkeit von Pluralität gilt es zu wahren. Hannah Arendt hat gesagt, Welt verschwindet, wenn Perspektiven verschwinden. Und wir haben jetzt schon wirklich in einer ganz kleinen Version sozusagen gesehen, die unterschiedlichen Perspektiven, die wir jetzt auf die verschiedenen Facetten der Begriffe etc. geworfen haben, schafft ein, nicht ein vollständiges, aber ein vollständigeres Bild sozusagen. Und jede Vernichtung von Differenz ist eine Vernichtung von Welt. Und das erleben wir ja nicht nur sozusagen im politischen Denken, im intellektuellen Denken. Das ist, um nochmal zurückzubinden an die Katastrophe von Tschernobyl, an die sozusagen Umweltkatastrophen, wie wir sie in den 80er Jahren demonstriert haben. Wir erleben tagtäglich die Vernichtung der Welt, die Vernichtung von Artenvielfalt der unterschiedlichsten Sorte. In der sogenannten Biodiversität, die Vernichtung von Sprachen, die Vernichtung von Kulturen. Jeden Tag verschwinden hunderte von Sprachen, Populationen, Kulturen etc. Das ist eine Vernichtung von Welt. Da haben wir wirklich viel zu tun, um zu stoppen. Davon kann man ja schon gar nicht mehr die Rede. Jetzt werde ich ähnlich dystopisch, wie vielleicht man manche von Tinas Texten in den 80ern lesen konnte sozusagen. Aber wenn es eine Aufgabe sozusagen für die feministische Theorie, für die ich jetzt vielleicht erstmal sprechen will, gibt, dann ist es daran zu arbeiten sozusagen an Unterscheidungsvermögen, an Urteilskraft, das hast du auch schon gesagt, sozusagen, und an der Frage, wie wir diese Vernichtung von Welt, wie wir der Einhalt gebieten können. Okay. Wie können wir der Vernichtung von Welt, und im Moment gucken wir tagtäglich in Medien, Krieg, Zerstörung, brutalster Art und Weise, und also du sagst, feministische Theorie muss eine Antwort oder hat, ist auf jeden Fall ein Ansatz. Gibt es da irgendeine Idee, in welche Richtung wir da weiterdenken, weiter agieren können? Habt ihr die, Tina, ich frage dich das jetzt auch nochmal, weil im Vorgespräch war das schon, dass wir gerade auch darüber geredet haben, wie ist eigentlich die Situation heute und mit der ganzen Zerstörung, vor der wir im Moment stehen und an der ja auch also Deutschland, die Bundesrepublik, unsere Politik wesentlichen Anteil hat. Und was trägt da Feminismus dazu bei, was zu verändern? Tja. Das ist nicht eine leichtere Frage. Ja, eben, das ist wirklich die allerschwerste Frage. Und ich glaube, dass wir jetzt also als Feministin dann nicht ratloser oder weniger ratlos sind wie
überhaupt alle? Das ist die allerschwierigste Frage. Wir könnten natürlich jetzt in dieser Katastrophe sagen, also jetzt wieder so fundamentalistisch argumentieren und sagen, die Menschheit hat versagt. Also das sage ich jetzt nicht gar nicht ironisch, ich sage es jetzt, sage ich jetzt mal kurz ganz ernsthaft. Menschheit hat versagt. Die Weltgesellschaft hat versagt in Form der Vereinten Nationen, die sich nach 1945 gebildet hatten, um ein vernünftiges, sagen wir mal, Kohabitation auf dieser Welt zu ermöglichen. Versagt hat der Sicherheitsrat der UNO, der für eben Sicherheit und Friedenssicherung da ist. Versagt haben die Nationen, die dazu da sind, deren Politik dazu da ist, ein Zusammenleben der verschiedenen Menschen zu organisieren. Versagt haben die Männer, weil sie es nicht geschafft haben, dem Anspruch an sie zu genügen, nämlich ihre eigenen Geschlechtsgenossen von der Gewaltförmigkeit ihres Denkens und Handelns zurückzuhalten. Versagt haben die Frauen, die es nicht geschafft haben, die Männer zu stoppen und zu bremsen. So könnte man reden. So kann man reden. Das heißt also eine Fortsetzung auch der unserer alten biblischen Geschichten mit Kain und Abel. Es wird nicht anders, es wird nicht besser. So kann man reden. Natürlich, wenn man so redet und denkt, dann hat man schon wieder einen großen Kübel Gift verstreut, weil der Blick natürlich giftig wird und auch so verzweifelt wird, dass man nicht mehr sehen kann, was es sonst noch gibt. Ich denke, es hat viel gegeben und es gibt sehr viel, was einen sehr freuen kann. Das muss man auch sagen. Und so dass eigentlich wir uns das Vertrauen in die Menschen nicht nehmen lassen dürfen. Das Vertrauen, also dass Menschen es verdient haben, dass man ihnen vertraut. Auch Menschen. Was heißt das jetzt für den Feminismus? Also wir müssen sagen, der Feminismus, es wäre unheimlich wünschenswert und toll, wenn jetzt eine weltweite Frauenbewegung einen Aufschrei formulieren würde gegenüber diesen Kriegen. Denn diese Kriege sind Männerkriege. Es sind Männerkriege. Das ist nun einfach mal ein Faktum. Das sagt aber kein Mensch mehr heute. Das ist so, als würde das entweder selbstverständlich oder irgendwie ist es politisch inkorrekt, das zu sagen. Es sind Männerkriege. Warum passiert da nichts? Das weiß es nicht. Dankeschön für diese klaren Worte, mit denen ich jetzt die Diskussion für das gesamte Publikum eröffnen möchte. Die erste Wortmeldung. Und es gibt ein Saalmikros. Ja. Kommst du hier vorne, war die erste Wortmeldung. Und dann müsst ihr mir ein bisschen helfen oder nachsehen, weil es ist nicht alles so sehr übersichtlich. Hier vorne, Christiane. Ja, habe ich gesehen. Ich hoffe, ich komme jetzt mit diesem Mikro klar. Ja, ich fand die Diskussion sehr interessant. Allerdings fühlte ich mich ein bisschen in die Zeiten des Kalten Krieges zurückversetzt. Da sind auf der einen Seite die weißen Frauen, auf der anderen Seite die Migrantinnen, die alle Women of Color sind. Osteuropa scheint es nach wie vor für euch nicht zu geben. Das heißt, weiße Frauen, die halt auch Exil erlebt haben, Fremdenfeindlichkeit, die als Polakin, Russin beschimpft und verprügelt wurden, die massenhaft in die Zwangsprostitution gezwungen wurden und, die vielleicht als Kinder auch ihre halbe Kindheit in Flüchtlingslagern, Übergangswohnheimen verbracht haben, das scheint es für euch alles nicht zu geben. Das finde ich umso irritierender, als dass hier die ganze Zeit die Differenzierung und Unterschiedlichkeit beschworen wurde. Wir sammeln erstmal ein bisschen und dann denke ich, sammeln wir auch also Antworten. Sofort. Ich habe eine Kollegin noch, wir machen das zusammen. Ich fand den Hinweis auf den
Militarismus und auf die Kriege, die sind am Schluss schon also sehr wichtig und denke, man könnte da vielleicht auch noch ein bisschen weiter diskutieren. Bei mir ist es dazu noch eine ganz große Frage, inwiefern ich auch ein Rollback dadurch zustande kommen kann, dass jetzt zum Beispiel diese Gewalttaten, also was man zum Beispiel von ISIS ja sieht, auf junge Leute eine unglaubliche Faszination ausüben, und zwar auch aus junge Leute aus Europa, aus Deutschland, natürlich nur auf ein begrenztes Spektrum. Aber ich denke, das wäre ein wichtiges Thema, dass das auch vielleicht in der feministischen Diskussion aufgegriffen wurde. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus und weiß nicht, inwiefern das schon geschieht. Ja, schon da. Das ist schön, dass die Heinrich-Böll-Stiftung diese Ehrung auch organisiert hat. Ich verstehe. Mitten in die Diskussion bin ich irgendwie zurückgeworfen worden. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, wie ich mit dir, Sabine, einen Text von Hannah Arendt über die Bürgerrechtsbewegung in den USA gelesen habe, Anfang der 90er. Und ich glaube, da. Der Text hat mich total gestört, also ich wirklich ehre Hannah Arendts Arbeit auch, aber dieser Text hat mich total gestört, ich fand es auch sehr rassistisch, daraus hat sich irgendwie ein Streit entwickelt, wo wir uns Jahrzehnte nicht geredet haben, und das, mein Schulden, auch ich sehe mein Verlust, und ich sage das auch nicht nur, weil ich vor öffentlicher Entschuldigung stehe, aber ich denke, da hat sich sowas wesentlich verändert in der feministischen Bewegung in Deutschland zwischen Anfang der 90er und jetzt. Und teilweise aber auch nicht. Und so, jetzt ist mir wirklich aufgefallen, ich muss das leider sagen, aber in dieser Diskussion hatte ich das Gefühl, Nietzsche wird für die schwarze Frauen verantwortlich gemacht. Oh, jetzt wollen wir wissen, schwarze Frauen, wir fragen jetzt unsere Experten Nietzsche. Also das ist, das Pluralität auch des Publikums hat sich nicht so sehr verändert von Anfang der 90er. Aber unser Stil, also unser Redestil, dieses, hat sich natürlich viel entwickelt. Und teilweise, ich weiß es nicht, wir haben weniger Konflikte und das ist auf die eine Seite gut, die waren sehr destruktiv. Andere Seite vermissen wir auch was. Also ich habe das Gefühl, wir kommen nicht wirklich weiter. Also, und ja, das ist, ich weiß, ein bisschen eine Frage ist. Okay, es gibt mehr Wortmeldungen, aber ich denke, erstmal machen wir jetzt eine erste Reaktionsrunde von eurer Seite aus. Wer möchte da anfangen? Das war erst die Frage nach der Zeit des Kalten Krieges. Also ich bin erstaunt, weil ich eigentlich immer sehr darauf achte, zu sagen, schwarzen Frauen, Migrantinnen, Women of Color, weil unter Migrantinnen für mich tatsächlich alle Frauen mit Migrationsgeschichte sind, damit selbstverständlich auch osteuropäische Frauen. Aber offensichtlich geht es um ein Erlebnis, was, also da fühle ich mich nicht wirklich für zuständig heute. Ich weiß, dass es diese Debatte gibt. Ich gehöre aber sehr stark zu der Fraktion, die selbstverständlich Rassismus gegen die osteuropäischen Frauen und auch Männern auch unter Rassismus subsumiert, ebenso wie Antisemitismus in Deutschland als eine Form von Rassismus subsumiert. Ich weiß, dass es da unterschiedliche Strömungen gibt. Ich gehöre dieser eben nicht an. Laura, zu deiner Frage mit Tokenism. Also das war tatsächlich die Rolle, die ich mir gegeben habe. Also ich bin nicht gefragt worden, ob ich jetzt die schwarzen Frauen und Migrantinnen vertrete, sondern tatsächlich, als ich gefragt wurde, war die Frage, was kann ich hier beitragen? Eben tatsächlich auch als Freundin von Tina, aber eben auch ein Stück weit auch Weggefährtin. Und habe gedacht, das ist tatsächlich das, was uns trennt oder das, wo wir immer wieder im Diskurs waren. Also das war tatsächlich meine Entscheidung. Du kennst mich ja, ich hätte mich dagegen gewehrt, wenn eine Anfrage gekommen wäre, ob ich als Woman of Color und so weiter, ich wäre in den Computer gesprungen. Also das war wirklich meine Rolle tatsächlich. Und mir ist es eben wichtig, weil ich finde tatsächlich, dass eine bestimmte Form des Feminismus diese Perspektive nach wie vor ignoriert. Mit dem Publikum hast du völlig recht. Das Publikum ist natürlich ein anderes, wenn andere geehrt werden. Und mir ist es wirklich heute noch ein Ärgernis, dass es immer noch weiß-feministische Strömungen gibt, die weiß geblieben sind. Ja, also das ist und bleibt ein Ärgernis. Das können wir hier heute nicht wirklich auflösen. Und vielleicht mal zu den Unterschieden oder zu der Konfliktlosigkeit. Ich erlebe das nicht unbedingt als konfliktfreier.
Ich finde, es sind andere Konflikte. Also zum Beispiel, als wir FEMOCO, also die Feminism of Color Konferenz abgekürzt, gemacht haben, war zum Beispiel eine große Debatte und da war es für mich ganz interessant, also in die Rolle der älteren Feministinnen zu geraten. Ich habe völlig naiv erstmal eingeladen zu einer Konferenz für schwarze Migrantinnen, Frauen. Und habe derart auf die Mütze gekriegt, weil klar war, das sei eben heteronorm. Ich habe selbstverständlich die Trans- und die Inter-Leute vergessen. Stimmt. Ja? Und für mich war das eine interessante neue Rolle, die irgendwie jahrelang immer die weißen Frauen angemacht hat, von wegen, was sie alles bei Rassismus nicht sehen, zu merken, dass ich in einem anderen Diskurs auf der anderen Seite stehe und tatsächlich dieselben Aggressionen völlig so recht abbekommen habe. Und ich fand die Situation nicht weniger konflikthaft. Ja, es sind nur andere Konflikte. Von daher würde ich schon sagen, dass eine bestimmte Art, also was geblieben ist, und das ist vielleicht auch im Alter ein Unterschied, was geblieben ist, dass ich finde, dass wir nicht besonders mild in der Auseinandersetzung sind. Ja, ich war es nicht als junge Frau, überhaupt nicht. Und die heutigen jungen Frauen sind es auch nicht. Und vielleicht geht es auch nicht mit Freundlichkeit, das weiß ich nicht. Ja? So viel erstmal von meiner Seite. Ach so, zu ISIS nochmal. Oh, also. Klar könnte ich jetzt 3 Stunden reden, weil natürlich finde ich ISIS ein Problem. Ich finde es aber interessant, dass das uns einfällt. Ich bin nicht so firm in der Namengebung dieser Truppe, Entschuldigung. Ich kenne ISIS als weibliche Göttin nicht, also ich glaube, es ist klar, wen ich meine. Ich bin da nicht so firm in dieser Begegnung. Aber interessant ist, wenn wir über Militarismus sprechen, dass uns das einfällt, ja. Und das ist leider ein Problem auch in der Frauenbewegung, wo ich mich immer wieder in einem echten Problem befinde. Ich möchte selbstverständlich Fundamentalismus thematisieren, ich möchte selbstverständlich Gewalt gegen Frauen thematisieren und so weiter. Aber nicht nur im Kontext mit denen, die als Muslime markiert werden. Und das ist ein Problem auch in der Frauenbewegung. Ich würde sehr gerne über Kriege reden, sehr gerne über Gewalt gegen Frauen, sehr gerne über Homophobie, sehr gerne über Antisemitismus, aber nicht nur, wenn auf der Täterseite nur als muslimisch markierte Menschen stehen. Und das ist ein Problem auch der Frauenbewegung heute. Wollt ihr auch was dazu sagen? Okay. Ja, Tina hat jetzt schon vieles gesagt. Nita hat jetzt schon vieles gesagt. Ich könnte jetzt vieles nochmal wiederholen. Ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn wir, du hast gerade gesagt, ja, wir sind sozusagen immer noch harsch in den Auseinandersetzungen. Ja, das ist eben auch, wir reden hier auch nicht über Kuchenrezepte oder was auch immer, sondern. Wenn du einen Beitrag melde dich und du kriegst ein Mikro, aber vielleicht, weil wir verstehen es dann auch einfach alle oder jetzt gerade nicht, ja? Okay. Also das ging um die Harschheit in der Frauenbewegung, keine Kuchenrezepte. Das hat, glaube ich, jetzt den Ärger ausgelöst. Ich würde da aber gerne nochmal, weil das war ja in zum Beispiel dem Film jetzt auch aufgreifend. Ich habe gesehen, es gibt Wortmeldungen, der kommt auch gleich nochmal, wo ich dich gerne zu fragen möchte. Weil Nita hat gesagt, keine Mildheit in der Auseinandersetzung unter uns auch und du erklärst es in diesem Ansatz von dialogischem Denken, ja, und Kontroverse, wo du sagst, es gibt, also es gehört beides zusammen. Und gibt es da eigentlich auch also einen Ausweg aus dieser? Das ist ja nicht nur eine Harschheit auf der Auseinandersetzung, sondern das ganz oft, und ich sehe das jetzt auch in den jungen Frauenbewegungsszenen, die sprechen nicht mehr miteinander. Und das habe ich früher auch so erlebt. Teile untereinander von Feministinnen haben auf einmal nicht mehr miteinander gesprochen, sondern sich ganz hart angegangen und dann war Schluss. Ja? Und gibt es da eigentlich einen Ausweg oder muss es auch manchmal denken, so muss es jede jüngere Generation nochmal selber erfahren, neu erfahren und allmählich wird man dann zu was anderem kommen, also zu einem Dialog, der auch Kontroverse beinhaltet. Aus deiner Perspektive würde ich dich ja schon nochmal zu gerne fragen, Tina. Warum, weiß ich auch nicht, aber ich meine, sowohl Kontroverse als auch Dialog setzt voraus, dass man an den anderen Interesse hat. Wenn die anderen einem egal sind, dann braucht man weder mit denen reden, noch sich mit denen streiten. Beides nicht. Und deswegen, es wäre ein grauenhaft schlimmes Symptom, wenn es wirklich so wäre, dass das Interesse am Dialog und an Kontroversen immer weniger wird. Wir machen ja gerade eine Veranstaltungsreihe, wo das Thema, das Verschwinden von Kontroversen, politischen Kontroversen
jetzt gegenwärtig Thema ist. Also ich denke, das ist wirklich ein schweres Krankheitszeichen, oder wie soll man es nennen, dieses Desinteresse aneinander. Und natürlich könnte man sagen, dass zum Beispiel die Institutionalisierung von Genderforschung vielleicht auch, also da müsstest du mir was natürlich dazu sagen, aber das eher fördert als in unserer alten Zeit, wo es sowas alles nicht gab, wo man einfach angewiesen war auf ein breites Gespräch und sich nicht einigeln konnte in das eigene Institution, wo man versucht, möglichst erfolgreich zu sein. Ich weiß nicht, ob es zutrifft, aber ich meine, dass das eher förderlich ist für eine Abschottung und weniger förderlich ist für eine Offenheit, die dann auch manchmal ganz bedrohlich wird, weil sie fast unendlich wird irgendwann. Na, das finde ich jetzt schwierig, weil die Kontexte sind natürlich nicht so einfach zu vergleichen. Laura hat es angesprochen, auch in unserer Vergangenheit sozusagen gab es genau dieses. Es wird nicht mehr miteinander gesprochen, man entzweit sich über eine politische Frage und das kann Jahrzehnte andauern, sozusagen sowohl individuell wie auch sozusagen zwischen verschiedenen Bewegungen. Dass das jetzt vielleicht heute nochmal anders überformt ist dadurch, dass ein Großteil ein signifikanter Teil feministischen Nachdenkens, wenn es denn überhaupt noch so genannt wird, in der Universität stattfindet und nicht außerhalb. Es spielt sicherlich eine Rolle sozusagen mit ihren Karrierezwängen, mit ihren Profilierungszwängen etc. pp. Also insofern nimmt es vielleicht andere Gestalten an als zu einer Zeit, in der das wesentlich in weniger institutionalisierten Räumen sozusagen und Kontexten stattgefunden hat. Das ist sicherlich richtig. Aber ich glaube nicht, dass es man sagen kann, da gab es es nicht und jetzt ist es sozusagen ein Effekt. Ich glaube, ich teile nicht die Meinung, dass es Desinteresse ist, wenn es Brüche gibt. Desinteresse, da müsste ich ja nicht brechen. Da könnte ich einfach sagen, die ist mir egal und die Meinung eigentlich auch. Ich glaube, es ist eher eine Radikalität in der Auseinandersetzung, weil die Themen einem so wichtig sind. Und wie gesagt, ich hänge immer noch an diesem welches wir. Und ich glaube, dass also gerade wir drei zumindest immer in einem strategischen Wir waren, auch immer in einem persönlichen Wir, aber nicht immer in demselben politischen Wir. Wir hingegen waren, glaube ich, auch eine Zeit lang nicht in einem politischen Wir. Und ich glaube, das ist tatsächlich unterschiedlich, je nach Themen und Institution und so weiter. Und das ist aber ein Stück weit auch wichtig, um bestimmte Themen voranzubringen. Also ich gehörte ja durchaus zu denen, die politisch dann nicht mit weißen Frauen diskutiert hat, wie ihr euch alle sicher erinnert. Fand es aber richtig und wichtig, um eine bestimmte, vielleicht das, was du vorhin gesagt hast, mit bestimmten Trennungen, jetzt nicht Herkunftstrennungen, aber sondern bestimmte Trennungen sichtbar zu machen, an inhaltlichen Punkten zu markieren. Und das fand ich aber als Strategie nicht so verkehrt und das machen die jungen Frauen heute auch an anderen Themen. Und wo ich auch ein bisschen hänge, ist tatsächlich, ob eine institutionelle Förderung der Teile der Frauenbewegung tatsächlich eher kontraproduktiv ist, weil sie den kontroversen Dialog zerstört, das weiß ich nicht. Weil ich erlebe das auch so, dass viele Diskussionen an der Uni stattfinden und es ermöglicht, viel mehr Studierenden teilzunehmen, weil sie es im Rahmen ihres Studiums machen können. Also wir waren ja alle abends unterwegs und zur Lohnarbeit und zum Studium. Und ich erlebe jetzt viel häufiger, dass junge Studierende, die einfach sich nicht leisten können, abends zu Politgruppen zu gehen, die Möglichkeit haben, im Rahmen ihres Studiums sich mit unseren Themen zu beschäftigen. Ich finde, das ist auch eine wichtige Komponente. Wobei ich verstehe, was du meinst, dass diese finanzierte Institutionalisierung auch schädlich sein kann. Aber anderen bringt sie auch was. Es gibt Wortmeldungen, da hinten war eine, dann ist hier vorne eine und hier die Dame dann zuletzt im grünen Pullover in grün und sie hier vorne links, ja. Und da hinten der Herr. Also fünf Wortmeldungen habe ich jetzt wahrgenommen. In der Beschreibung zu dem Film steht, der Film erkundet die Bodenlosigkeit, die freies Denken auslösen kann. Da würde mich ein bisschen mehr dazu interessieren. Also wie ist das gemeint? Und was kannst du da noch dazu sagen, Christina?
Ja, ich möchte doch einen historischen Einspruch formulieren. Ich finde, das Theoretische ist etwas zu feierlich und das Politische ist zu kümmerlich, was jetzt vorgetragen worden ist. Erstens, ich möchte die drei Wir-Akklamationen von Tina in dem Film noch einmal politisch-historisch in Erinnerung rufen, dass das ein Unterschied war. Wir Feministinnen im Westen, wir waren immer eine Minderheit und wir haben begeistert über unsere eigene Aufklärung gewusst, dass nicht alle Frauen so denken wie wir. Weder haben das die weißen Frauen hier gemacht, noch die African American Women in den USA, wo es übrigens bei der Women's Movement sehr viele schwarze Frauen gab, viel mehr als jetzt, wo es behauptet wird, dass sie fehlen, waren sie aber damals teilhaftig anwesend. Dazu, wenn ihr es nicht glaubt, es gibt einen Film aus dem Jahre 1975, Sandra Hochman, In the Year of the Women, da kann man sie auch leibhaftig wirklich sehen. Dieses Wir, dieses emotionale, politische und wie hieß es denn? Und das Strategische, das finde ich am allerwichtigsten, weil das Strategische natürlich eine Analyse bedeutete, eine feministische Analyse, die anderen Frauen, die wir ja eigentlich kritisiert haben. Wir haben ja unsere Mütter und unsere Frauen, die nicht feministisch waren, kritisiert dafür, dass sie nicht uns irgendwie gefolgt sind. Und jetzt möchte ich doch noch was sagen, Nevita, zu dir. Also ich habe große Probleme damit zu sagen, also was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, wenn jetzt gerade sogar IS, die sich sogar so nennen, islamistischer Staat, wenn man die selbst nicht für das kritisieren darf, was sie sogar von sich selber behaupten, ja, dann weiß ich nicht mehr, wie politische Kritik überhaupt formuliert werden soll. Aber um dir auch gleich ein Argument aus der Hand zu nehmen, was ich dir aber hiermit liefere, ich habe heute in der Zeitung gelesen, es gibt eine jüdische junge Frau aus Frankreich, die sich der IS angeschlossen hat. Damit du dann oder andere nicht sagen, seht mal, auch Frauen sind Täterinnen dabei. Es gab immer diese abstrusen Folgen von Frauen, die was, wer weiß was verfolgt haben, aber soziologisch und sozialpsychologisch und politisch und philosophisch muss man natürlich über Strukturen reden, die dominant sind, die beherrschend sind und da gibt es immer zwischendurch natürlich Menschen, die vagabundieren zwischen allen und wie die Feministinnen natürlich welche waren, die es sich erkühnt haben und erdreistet haben, diesen Analysen einfach eine andere Prägung zu geben und sie zu kritisieren. Danke. Hallo. Dies ist ein Podium, das die Frau, über die dieser Film handelt, Tina nennt. Das ist ein Film, das ist eigentlich dieser Abend ein Thema, über die verschiedenen Interessenfähigkeiten von Frau Turmerohr. In meinem Leben als junger Mann wollte ich in Freiburg, im Breisgau, noch Musiker werden. In Freiburg, wo Sie studiert haben, habe ich Psychoanalyse studiert. Meine Frage ist an die feministischen Leute, wie weit ist das Interesse von Frau Turmerohr, die Musik ein Bindeglied, ein Verständigungsmittel, ein Schmiermittel sozusagen, um miteinander im Gespräch zu bleiben, innerhalb der feministischen Fraktion zum Beispiel. Punkt. Ich möchte mich hier Halina anschließen, meiner Vorrednerin, und vielleicht solltet ihr das erstmal aufgreifen, denn das führt wieder woanders hin, was der Mann jetzt beigetragen hat. Ich muss sagen, es wühlt mich total auf, diese These. Ich kenne die Mittäterschaftsthese schon lange und habe mich von Anfang an auch damit beschäftigt, aber die Täterschaftsthese, das höre ich heute zum ersten Mal auf Frauen angewendet. Das wühlt mich auf. Ich erhebe auch Einspruch dagegen, denn 1% Täterin kann man nicht mit 99
männlichen Tätern vergleichen. Das sind Einzeltäterinnen, jetzt zum Beispiel beim NSU, Beate Zschäpe, die sich gestellt hat, nachdem ihre beiden Mittäter verbrannt waren. Aber auch unter den Nazis waren Einzeltäterinnen. Frauen rotten sich nicht zu Rotten zusammen, zu Horden zusammen und erfinden auch nicht die Gewalt, sondern sie schließen sich höchstens an. Deshalb möchte ich für Mittäterinnen plädieren und nicht für Mittäterschaft. Nicht für Täterschaft, Entschuldigung. Ja, das, was mich die ganze Zeit nervt, ehrlich, ist, dass das hier so völlig entgleitet, finde ich, die Diskussion, weil eigentlich wird heute hier, Tina zu Ehren, sitzen wir hier und haben also uns den Film angesehen und haben eine Geschichte, ihre Geschichte in der Auseinandersetzung mit Feminismus erlebt. Und dann wird dann, weiß ich nicht, auch von dir, also so plötzlich zwischen weißen und schwarzen Frauen also wieder diskutiert, wobei das überhaupt kein Thema ist und war. Das ist Teil... Lass mich bitte auch mal zu. Wir reden hier gerade über eine Zeit und wir überreden Tina, als das noch nicht in der Diskussion war. Das kam später dazu. Und es war zu späteren Zeiten, aber wir sind hier gerade mal hier, um nochmal wirklich zu rekapitulieren, wie zum Beispiel bestimmte Dinge einfach auch mal angefangen haben. Und das, wobei wir jetzt schon wieder sind, ist die Tatsache, dass wir nur noch irgendwie wieder im Streit und im Dialog oder in der Kontroverse verharren. Also ich finde das irgendwie unheimlich traurig. Und das gleich wieder so, hier wird plötzlich wieder alles, ich meine, dann sollte man sich hinsetzen und vielleicht mal eine neue Bewegung gründen, ein neues Forum, wo man endlich mal wieder auch öffentlich diskutieren kann. Oder einfach mal zuhören, ja. Wir werden jetzt alle nochmal die angesprochenen Fragen ja der Reihe nach hoffentlich abarbeiten. Ich möchte nur nochmal vom Konzept her sagen, für uns jetzt als Gunda-Werner-Institut, war der Film die Möglichkeit, feministische Geschichte und Wissenschaft, nochmal Wissenschaftstheorie aufzugreifen und auch mit Blick auf heute in den ganzen verschiedenen Verschränkungen und Verknüpfungen. Also ich fühle mich da natürlich sehr verantwortlich auch für. Und das hat sehr meiner Intention, dass wir hier jetzt in der Zusammensetzung sitzen, auch entsprochen. Ja, und damit möchte ich erstmal weitergeben. Tina, du bist jetzt angesprochen worden, zuerst schon mal, auch nochmal nach der Bodenlosigkeit des freien Denkens und der Ankündigung. Ja, mit der Bodenlosigkeit. Etwas habe ich dazu schon gesagt vorhin, nämlich im Zusammenhang mit dem Traditionsbruch durch den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus. Die Frage der Erbschaft und der Würde der Erbschaft, die Ablehnung dieses Erbes, die Enterbung, das Erbe ohne Testament, das führt ja nun wohl ganz direkt in eine Bodenlosigkeit, die man aber nicht nur, die ich jedenfalls nicht nur negativ sehe, sondern sie stellt allerdings enorme Anforderungen an uns, ans Neudenken und ans eigene Urteilen. Zusammenhängt mit dem Problem, Stichwort Wurzel. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Es gab Zeiten, da war das Wort Wurzel ein wahnsinnig wichtiges Wort. Suchten nach ihren Wurzeln. Ich fand das immer ganz furchtbar und unverständlich. Vor allen Dingen, ich fand es wirklich richtig unverständlich, weil ja, wir sind ja keine Bäume und keine Pflanzen, sondern wir können uns bewegen. Und der ganze Freiheitsgedanke, auch dieser aufregende Gedanke von Sartre, wir sind verdammt dazu, frei zu sein. Dieser Gedanke widerspricht so grundlegend diesem komischen Wurzeldenken, als ich nicht verstehen kann. Also das Wort Bodenlosigkeit da in der Einladung ist jetzt nicht von mir, aber ich meine, ich würde voll dazu stehen. Aber Bodenlosigkeit heißt nicht jetzt, wir sind in der Katastrophe und der Boden schwankt, sondern wir sind auf einem schwierigen Terrain. Und nicht auf einem sicheren Terrain, wo wir sofort unser Bett hinlegen können. So ist es nicht. Applaus
Ich fange mit dem letzten Redebeitrag an. Also ich glaube, wenn man Tina kennt, weiß man, dass sie einer Lobhudelei niemals zugestimmt hätte. Ja, das muss, also ich denke, das wurde im Film auch so deutlich. Ich würde jetzt auch gerne zu Ende ausführen, also das war das eine. Das andere war, ich bin wirklich ganz, ich weiß gar nicht, wie das Wort dafür ist, ich nehme interessiert zur Kenntnis, vielleicht ist das das neutralste Wort, dass es heute noch weiße Frauen ärgerlich macht, wenn Women of Color das formulieren, was ich formuliere. Ich hätte ernsthaft gedacht, dass sich das erledigt hat. Offensichtlich nicht. Das ist, ist doch erstmal interessant. Ja? So. Zu der Täterschaft, wenn Sie sagten ja selber, Sie hören es heute zum ersten Mal. Was sexuelle Gewalt angeht, haben Sie völlig recht. Was Rassismus und Antisemitismus angeht, haben Sie nicht recht. Da gibt es wunderbare Bücher, das kann man alles nachlesen. Zu der Idee, zu IS. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht darüber reden möchte, dass ich das nicht verurteilen möchte. Ich habe gesagt, und das ist mir wirklich wichtig, genau diese Differenzierung, ich möchte gerne über Fundamentalismus sprechen können, ich möchte gerne über Terrorismus sprechen können, aber nicht nur im Zusammenhang mit dem, was die Mehrheitsgesellschaft als Muslime versteht. Ich mache manchmal eine Übung mit Studierenden, ich bitte sie, sich vorzustellen, wie ein Terrorist aussieht. Ich lasse mir das nicht beschreiben und dann frage ich, ob die aussehen wie die beiden Uwes und Beate Schäpe. Sie werden mir zustimmen, dass keiner dieses Bild hat. Und das ist mein Problem. Ja? Ich möchte selbstverständlich über fundamentalistischen Terrorismus sprechen, aber ich weiß nicht, Dresden, es war nicht Dresden, Zwickau ist mir doch näher als Kurdistan. Also ehrlich mal. Ja? Und darum geht es. Es geht es überhaupt nicht darum, etwas zu verharmlosen. Deswegen ist es mir wichtig, dass Sie genau zuhören, weil genau das ist das Problem. In dem Moment, wo ich das thematisiere, wird mir unterstellt, dass ich da was verniedlichen will. Überhaupt nicht. Ich selber komme ursprünglich aus Indien, wo gerade ein hinduistischer Fundamentalist Präsident geworden ist. Das ist doch ein Problem. Ich frage mich, wo ist der Ärger darüber in der Presse? Ja? Das ist ein fundamentalistischer Mensch, der für die Ermordung von 58 Muslimen verantwortlich ist. Er ist Präsident geworden, es ist kaum in der Presse zu sehen. Ich finde das ein großes Thema, aber eben das Problem ist, dass die Debatte leider sich sehr fokussiert auf eine Ecke. Und vielleicht nochmal zu Wurzeln, ein ganz schönes Bild. Es gab vor kurzem einen Film über Frauen of Color, der hieß Roots and Wings, also Wurzel und Flügel. Das fand ich ein ganz schönes Bild, also tatsächlich eben, was ja eigentlich gar nicht geht, aber im Film dann doch geht. Zu Frauen of Color gehören weiße Frauen natürlich nicht dazu. Nein, also ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles gesagt. Man muss es jetzt nicht nochmal aufwärmen. Die Veranstaltung war schließlich auch gedacht, um Tina Thürmer-Rohrs Denken in einem Kontext vorzuführen. Einen Kontext, der nicht nur in den 80ern oder wann auch immer spielt, sondern auch heute noch relevant ist. Das ist die Idee dieser Veranstaltung gewesen und das ist das, was wir versucht haben, sozusagen Anschlüsse und Aktualitäten und vielleicht sogar auch darüber hinausgehendes zu thematisieren. Wir müssen offensichtlich noch viel besser darin werden, Nita, ich bin darüber auch sehr überrascht, dass noch so diese Art von Unmut auslösen kann. Du hast es selber angesprochen, die Geschichte des Feminismus ist keine Geschichte von weißen Frauen, wo irgendwann mal schwarze Frauen, wie auch immer, dazugekommen sind. Die Geschichte von Feminismus ist eine Geschichte der Auseinandersetzung um die Ungleichbehandlung, die Entrechtung von Personen, die als Frauen klassifiziert worden sind, in unterschiedlichen historischen Kontexten. Und dazu gehörten immer Frauen, die in ihrer Zeit als weiße oder schwarze Frauen klassifiziert worden sind. Und jetzt, also diese Art von vorher, nachher, ich bin sehr sozusagen für feministische Traditionspflege. Diese Tradition sollten wir jetzt endlich mal über Bord werfen. Das könnte schon fast ein Schlusswort sein, aber es steht noch eine Frage im Raum und die ist nämlich nochmal eine, die wir bisher auch nicht wirklich thematisiert haben, die ich aber ganz spannend finde, nämlich die Frage, die Musik als Binde- und Verständigungsmittel. Und da bist du natürlich nochmal gefragt, Tina, weil das ist ja auch in deinem Film sehr eindrücklich geworden und da bitte ich dich natürlich drum.
machen. Ja, auch nicht so leicht. Also das ist, erstmal kann man ja nicht sagen, es gibt die Musik, sondern es gibt so viele, viele verschiedene Musiken. Und deswegen ist die Funktion dieses, von diesem allen auch unterschiedlich. Am Beispiel der Rockphase, die ich ja auch mal hatte, die Rockmusikphase, 7 Jahre, war diese Musik ein Medium des politischen Protestes. Und sicher auch der Zusammenfügung, für das Zusammenführens von unheimlich vielen damals Frauen. Also auch ein soziales, hat auch eine soziale Funktion und eine politische Protestfunktion. Bei anderer Musik, also was da vorhin in dem Film vorkam, also das war ja ganz wesentlich, war das jetzt Orgelmusik und das war Bachsche Orgelmusik, da würde ich sagen, das gehört zu den Schätzen, die unsere Kultur birgt. Und es ist ein großes Glück, wenn man sich damit beschäftigen kann, wenn man die Möglichkeit und die Zeit hat, das zu tun und auch noch die Möglichkeit, in eine Kirche zu gehen. Es war übrigens keine Heimorgel, wie heute in irgendeinem, es war eine richtige Kirchenorgel in Nikolassee. Ja. Nein, es war ein Artikel in der Taz und da stand, ich würde auf einer Heimorgel spielen. Das fand ich eine ziemlich richtige Unverschämtheit. Nein, aber sonst, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, was der Herr meinte jetzt. Also Musik als Verständigung. Ich meine, der Gedanke war ja jetzt nun mein ganz persönlicher Gedanke, diesen Zusammenhang von Pluralität als einen ganz politischen Begriff und einer polyphonen Musik, die ich besonders liebe, als in diesem ständig überraschenden Zusammenfügen der verschiedenen Stimmen einfach da einen Link zu sehen, eine Verbindung zu sehen. Ob andere das auch tun, weiß ich nicht. Die Orgel war für mich während der ganzen auch feministischen Zeit eigentlich mein Privatissime. Also das hat fast niemand gewusst und das ist etwas, was ich ganz alleine mache. Und also deswegen, es ist eigentlich hat keine direkte soziale Funktion, aber es hat eine Funktion für einen selbst. Nita hat noch was gehört, ja, als Audrey Lorde gestorben war. Nein, und zu deinem 55. Geburtstag. Das ist eine ganz schöne Sache. Da hat sie sich gewünscht von ihren Freundinnen, damals kanntest du Laura noch nicht, genau, das war noch der Vor-Laura-Ära. Da hast du dir von deinen Freundinnen gewünscht, dass wir dir unser Ohr schenken. Und wir waren Laien. Ich hätte es auch geschenkt für den Tag. Und dann sind wir nach Glienicke gefahren, in diese Kirche. Und tatsächlich war das also eigentlich ein Geschenk an uns. Also wir waren eine relativ kleine Gruppe, die da saßen. Und du hast für uns gespielt. Das war wirklich ganz, ganz schön. Und viele von uns haben es das erste Mal gehört, erlebt, gesehen. Und das wollte ich vorher nochmal sagen. Ich glaube, das große Geschenk aus meiner Sicht ist, ich finde ja, wenn du und Laura, wenn ihr zusammen Musik macht, das rührt mich jedes Mal sehr, weil ich tatsächlich denke, was ein Glück, dass sich zwei Menschen gefunden haben, die sowohl die Musik als auch die Themen verbinden. Und tatsächlich war das bis zu deinem 55. Geburtstag, wusste ich irgendeine Musikvergangenheit, aber ich wusste nicht so richtig. Und dass eben dein musikalisches Leben jetzt noch viel mehr auch sichtbar wird mit Laura zusammen, das finde ich doch ganz schön auch. Ja. Ja. Dann sage ich jetzt nochmal, ja, dann sage ich jetzt nochmal Danke. Auch danke, Tina, dass du über diesen Film und sozusagen in dein Privatissimum auch hast blicken lassen und davon auch eine Vorstellung gekriegt hast. Und ich denke, dieses Zusammenspiel von verschiedenen Stimmen, auch feministischen Frauenbewegungsstimmen, das können wir noch weiter treiben und weiter üben heute. Nur noch im sozusagen privaten, persönlichen Austausch. Dazu möchte ich Sie und euch noch einladen zu einem kleinen Umtrunk, um nochmal ein bisschen auch die Veranstaltung nachklingen zu lassen. Ich möchte euch hier auf dem Podium nochmal ganz, ganz herzlich danken für eure Beteiligung. Und ja. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Mitarbeiterin des Gunnar-Werner-Instituts, Christiane Bornstedt, die ganze organisatorische Arbeit übernommen hat. Genauso wie die Kollegin
aus dem Veranstaltungsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung, Tini Leonard, die sich unheimlich eingesetzt hat, weil diese Art von Technik umzusetzen war gar nicht so einfach, weil dieser Film besondere Anforderungen stellte. Das möchte ich nochmal besonders hervorheben. Ganz herzlichen Dank auch an euch und an euch alle. Und ich hoffe auf eine weitere Debatte und gebe jetzt nochmal zum absoluten Schlusswort das Mikro an Tina. Ich möchte eigentlich nur noch mal mich bedanken. Also erstmal möchte ich mich bedanken für Gerd Conrad. Bei Gerd Conrad, ich weiß gar nicht, wo der überhaupt ist. Der ist weg. Ah ja. Also ich wollte mich nur mal bedanken überhaupt für die Idee. Die Idee und die Initiative, diesen Film zu machen, auch mit sehr wenig Geld, Mittel. Und für, was ich vorhin schon gesagt habe, auch das Vertrauen, was er mir entgegengebracht hat und umgekehrt. Dann möchte ich mich sehr bedanken bei dem Team. Die sind sicher auch jetzt schon längst alle weg. Die also sehr freundschaftlich und wunderbar also zusammengearbeitet haben. Gerd? Jetzt ist es zu spät, jetzt sage ich es nicht nochmal. Und dann möchte ich mich bedanken bei der Böll-Stiftung, die diesen Film eigentlich erstmal möglich gemacht hat, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir hoffen, dass es irgendwie auch weitergeht. Das ist jetzt die Frage, das weiß ich nicht. Und ich bedanke mich beim Publikum für das Interesse. Vielen Dank. Applaus